Erfolgreicher Start zum zweiten Lauf und Luis Diaz González geht umgekehrt. Luis González Diaz geht hier richtig stark an, hat jetzt schon Jonathan Elias Reich von der STG Köln 2 überholt, wechselt hier also jetzt als erstes auf Noah Meyer, der jetzt unterwegs für Cologne Athletics, für die Staatsgemeinschaft Köln 2. Ist das jetzt Ole Hartmut? Und vorne hat sich Cologne Athletics schon einen ziemlichen Vorsprung rausgelaufen. Jetzt unterwegs Noah Müller. Und hinten gibt es aber ein ganz schönes Gerangel. Da verliert die Staatsgemeinschaft Köln 2, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar das Holz. Beziehungsweise überläuft die Wechselzone und schmeißt da das Holz weg. Cologne Athletics hier weiter unangefochten unterwegs, können jetzt entspannt den letzten Wechsel machen. Das war aber ganz schön knapp. Als letzter unterwegs Titelverteidiger Timon Delthoff für Cologne Athletics. Dahinter unterwegs Eintracht Frankfurt, jetzt auf Platz 2 in diesem Lauf. Und wir schauen auf die Zeit. 1:28:28. Die schlägt Cologne Athletics hier deutlich. 1:27:34.